Ja, ich habe ja in der Playlist Komplexe Zahlen schon ein Video, wo ich die Gleichung gelöst habe. Jetzt wandle ich mal ein bisschen ab und ich denke, ihr erkennt sofort den Ansatz, dass man, wenn ihr das als erstes präsentiert bekommt, eine biquadratische Gleichung, wo ich substituieren kann. Z Quadrat ist gleich, welchen Buchstaben auch immer ihr gerade nehmt, ich nehme jetzt mal U, wo dann eben U Quadrat plus 2u plus 3 gleich 0 auftaucht, das ist ja der. Und wir dann eben diese Lösung haben als u1, 2, mal schreibe ich die 1 so, mal so, das soll jetzt nicht verwirren, minus 1 plus minus Wurzel 2 mal i, wo ich ja dann eben rücksubstituieren muss. Und wenn ich mir mal eben jetzt minus 1 plus Wurzel 2i rausschnappe, das muss man natürlich dann auch noch für minus 1 minus Wurzel 2i machen, aber nur mal als Beispiel jetzt, dann bräuchte ich ja die Wurzel aus minus 1 plus Wurzel 2i. Das geht nicht ganz so gut und daher solltet ihr umwandeln. Jetzt mal so, hier weiter in die Form. U habe ich genommen, Betrag U mal e hoch und dann Phi mal i. Und es kommt immer darauf an, wie ihr den Winkelgrad bezeichnet, ob ihr anstatt i j schreibt, in welchem Studiengang ihr seid. Es geht mir jetzt nur um die Umwandlung. Hier müsst ihr ja ein bisschen aufpassen. Auch das habe ich ja in der Playlist geklärt. Wenn man sich jetzt vorstellen kann, wir haben hier den Realteil, hier den Imaginärteil. Wir sind bei minus 1 auf dem Realteil hier und dann plus Wurzel 2 mal, also nach oben entlang der Imaginärachse, was weiß ich, irgendwo hier, so. Und wir wären entsprechend hier. Wir brauchen ja zum einen den Betrag von U, also die Länge. Betrag U wäre gleich Wurzel aus. Minus 1 hoch 2 plus Wurzel 2 hoch 2, das ist eigentlich relativ easy. Das wäre Wurzel 3. Der Winkel, da müssen wir jetzt aufpassen: erster Quadrant, zweiter, dritter, vierter. Zweiter, dritter ist ja nicht ganz so easy, weil wenn ihr entsprechend bestimmt, Phi ist gleich Arcus Tangens von, jetzt nochmal überlegt, entsprechend hier dieses Paket. Wir haben diese Länge als den Wert, den ich entsprechend entlang der Imaginärachse gegangen bin. Das ist ja auch dieser hier. Das wäre ja die Länge Wurzel 2. Wir haben hier die Länge minus 1 entlang dem Realteil gewandert. Und ich würde ja entsprechend rechnen für den Winkel. Das sollte man ja irgendwo auch entsprechend stehen haben. Wurzel 2 durch minus 1. Das kann man sich jetzt merken, wie man will. Manche schreiben sich auch einfach auf. Ich teile immer das, was vor dem i steht, geteilt durch den Realteil. Und ihr würdet hier entsprechend diesen Winkel Phi rausbekommen und müsst natürlich daran denken, dass wir entsprechend dann noch plus Pi dazu addieren und dann natürlich, je nachdem wie die Angabe ist, plus 2 Pi mal k mit k-Element aus allen ganzen Zahlen. Dann hat man wirklich alles durch. Und entsprechend hätten wir hier jetzt dann die Angabe vom Winkel. Wenn ich jetzt mal sage, ich nehme nur entsprechend diese Version für k gleich 0, dann hättet ihr ja Betrag von u ist Wurzel 3 mal e hoch. Das ganze Paket, das kann man hier entsprechend noch ausrechnen, plus Pi, also e hoch i mal und dann für Phi entsprechend, bin ich jetzt mal faul, das Paket da rein. Und dann habt ihr entsprechend einen Wert, den ihr hier reinpflanzen könnt. Davon kann man entsprechend dann auch wunderbar die Wurzel ziehen. Und das wäre mal so ein freches Beispiel, sage ich mal. Wenn ihr Fragen habt, immer ruhig schicken. Ich versuche möglichst alles oder für alles ein entsprechendes Video rauszuhauen.